Hallo, hier ist jetzt der zweite Teil meiner Ricci-Quetschian Teleskop-Kolumnierungsreihe. Eigentlich habe ich alle Videos schon aufgenommen und auf YouTube veröffentlicht, aber den zweiten Teil hier, also da, wo genau das Teleskop justiert wird, das habe ich bisher noch nicht aufgenommen. Ich wollte erstmal alle Teile so oder erstmal alles durchgehen am Teleskop und auch wirklich durchtesten. Und das habe ich jetzt gemacht, habe so meine Erfahrungen jetzt gesammelt und würde jetzt hier einmal so zeigen, wie ich das Teleskop justiert habe und was, worauf man da vielleicht achten sollte. Also legen wir los, viel Spaß. So, machen wir erstmal so ein paar Vorbetrachtungen. Ich habe jetzt hier einfach mal das Teleskop im Schnitt mal hier in Affinity Photo einmal aufgezeichnet und habe versucht, die drei Komponenten einzufärben. Die Kolumnierung erfolgt in drei Schritten. Die drei Schritte sind dann iterativ. Iterativ bedeutet, wenn man einen Durchlauf von den drei Kolumnierungsschritten gemacht hat, ist man nicht unbedingt fertig. Man kann iterativ, das heißt, das Ganze nochmal durchführen und nähert sich dann so langsam dem Idealzustand an. Je nachdem, welche Tools oder welche Werkzeuge man verwendet, umso genauer die sind, umso weniger Nachjustage ist nötig. Und auf die Schritte würde ich jetzt erstmal so in einer kleinen Vorbetrachtung eingehen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier immer das Teleskop aufgezeichnet im Schnitt. Und bei dem ersten Schritt versuchen wir, den Okularauszug parallel zum Sekundärspiegel auszurichten. Das kann man sich so vorstellen, dass man den Okularauszug mit einem Tilter versehen muss. Entweder der Okularauszug lässt es zu, dass man den neigt und versucht, den zum Sekundärspiegel auszurichten. Das macht man mit einem gewöhnlichen Laserkolumnierer. Den steckt man hinten in den Okularauszug rein und der Sekundärspiegel hat eine Mittenmarkierung und dann über den Tilter, den man hier optional einbauen kann, versucht man erstmal den Okularauszug parallel zum Sekundärspiegel auszurichten. Die meisten Ricci-Quetschian-Teleskope haben keinen Tilter und auch nicht im Okularauszug. Den kann man als optionales Zubehör kaufen, dann hier dazwischen setzen und dann hat man da kleine Schräubchen dran und kann das einmal hier ausrichten. So, wenn der Okularauszug zum Sekundärspiegel ausgerichtet ist, wird der Sekundärspiegel zum Okularauszug ausgerichtet. Das macht man hier vorne über die drei Inbusschrauben, die man hier vorne am Sekundärspiegel hat. Man hat hier ein Justage-Tool, man schaut hier durch und hat dann Mattscheiben oder ähnliches, je nachdem welches Tool man verwendet, und versucht den Sekundärspiegel zum Okularauszug auszurichten, dass die beiden parallel zueinander stehen. Und das ist der zweite Schritt. Im dritten Schritt versuchen wir dann den Hauptspiegel parallel zum Sekundärspiegel auszurichten. Und wenn das gemacht ist, hat man alle drei Schritte einmal durchgeführt, dann geht dieser iterative Prozess los. Man könnte dann mit dem Tool nochmal oder dann nochmal mit dem Laserkollimator gucken, ob die Mittenmarkierung, also ob der Okularauszug immer noch zum Sekundärspiegel richtig ausgerichtet ist, ob der Sekundärspiegel richtig zum Okularauszug ausgerichtet ist und ob der Hauptspiegel immer noch richtig zum Sekundärspiegel ausgerichtet ist. Der nächste sinnvolle Schritt, den man dann machen sollte, ist dann die Kolimierung am Stern. Wenn man glaubt, dass alles soweit mit den Werkzeugen, die man hat, sauber ausgerichtet ist, kann man entweder mit dem künstlichen Stern oder einfach direkt am Stern, das ist wahrscheinlich am einfachsten, abends sein Teleskop aufbauen und dann das Teleskop am Stern ausrichten. Das wird dann aber nur über den Hauptspiegel gemacht und dann hat man sozusagen den letzten Optimierungsschritt durchgeführt. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, das könnte ich nochmal verlinken. Dann könnte man wiederum iterativ an späteren Nächten wiederum diese Schritte durchführen und so nähert man sich dann langsam einer idealen Kolimierung an. Soweit jetzt erstmal dazu und ja, ich würde jetzt erstmal kurz in meinem Teleskop zeigen, wie ich das im Detail mache. Bis gleich. Bevor wir loslegen, würde ich kurz nochmal auf die Werkzeuge eingehen, die ihr braucht. Ihr braucht einen ganz normalen Laserkollimator, der einen Punkt projizieren kann, einen Satz-Imbusschlüssel. Was ihr noch braucht, ist die kostenlose Version von SharpCap. Den Download-Link packe ich auch mal in die Videobeschreibung. Da reicht aber die kostenlose Version. Mit dieser Software werden wir dann die Kolimierung dann mit dem Tool durchführen. Und euer jeweiliges Kolimierungstool. Ich benutze jetzt hier mein selbstgebautes. Wie gesagt, die Bauanleitung dafür ist in der Videobeschreibung. Kann man sich mit einem 3D-Drucker einfach ausdrucken. Das Inlet hier drin habe ich auch als PDF beigelegt. Das kann man einfach ausdrucken. Wird dann einfach hier eingeklebt. Und das Loch hier in der Mitte habe ich mit so einer Zange, womit man Löcher in den Gürtel reinmacht, ausgestanzt. Ist relativ genau. Und das hier hinten ist so ein 10 € oder 15 € Mikroskop, was man ja bei eBay bekommt. Ich habe von dem Tool mehrere Iterationen gedruckt. Das hier war die erste Version, die kommt dem von TS Optics, dieses TSRC Colli, relativ nahe, wo man hier durch so ein kleines Loch durchschaut. Wie gesagt, ich habe da nichts gesehen, das war für mich zu ungenau und dann hatte ich halt die Idee gehabt, hier nochmal eine Nut reinzumachen und eine Kamera ranzuhängen und das darüber zu machen. Das war sozusagen die erste Version, die ich hier benutzt habe, die hat ganz gut funktioniert. Die Nut hat hier nicht so richtig gehalten, deswegen habe ich das nochmal ein bisschen enger toleriert gedruckt.
Und vielleicht sollte man das in einer späteren Version nochmal machen. Ich hatte hier mal ein Loch drin, wo man mit einer externen Lichtquelle auch nochmal reinleuchten kann. Das habe ich aktuell nicht, weil das hier eh transluzent ist. Also wenn man einfach eine Lampe draußen ranhält, kann man diese Mattscheibe hier auch sehen. Aber dieses Loch würde ich vielleicht später nochmal wieder hinzufügen, weil das dann doch das nochmal stark vereinfacht, hier was zu sehen. Also ich habe da mehrere Iterationen auch an 3D-Druck gehabt und am Ende ist es jetzt, habe ich jetzt halt dieses Tool, mit dem ich jetzt eigentlich eine ganz gute initiale Kollimierung hinbekommen habe. Und wie das jetzt genau funktioniert, würde ich euch jetzt zeigen. Okay, dann beginnen wir mal mit Schritt 1 der Kollimierung. Dafür wird dann erstmal die Kamera entfernt. Ich habe jetzt nicht diesen Standard-Okularauszug hier dran, sondern von TS Optics, V-Power, keine Ahnung, alternativer Okularauszug, der ein bisschen stabiler ist. Aber das Vorgehen ist bei den anderen Okularauszügen gleich. Ich habe hier zum Anziehen 3 Schrauben und für den ersten Schritt braucht man zwingend einen Tilt-Adapter. Der ist hier verbaut, verlinke ich in der Videobeschreibung. Den braucht man, um den Okularauszug richtig zum Sekundärspiegel auszurichten. Dazu hat der Tilt-Adapter mehrere Schrauben. Der hat mehrere von diesen kleinen Schrauben. Diese großen Schrauben sind zum Einstellen und die kleinen Schrauben sind zur Fixierung. Das Ganze gibt es hier 3-mal und dann kann man das Ganze in 3 Richtungen verstellen. Ziel bei der ganzen Geschichte ist, den Okularauszug richtig zum Sekundärspiegel auszurichten. Dafür braucht man einen Laserkollimator, der einen Punkt projizieren kann. Und der kommt jetzt hinten in den Okularauszug rein. Da haben wir dann auch das erste Problem, worauf man achten sollte. Und zwar dadurch, dass das ein Adapter ist und man das Gerät noch in einen Adapter reinsteckt. Also man hat hier 2 Ringklemmungen. Das ist so, wenn man das Ganze einfach nur anzieht, dann verstellt sich das leicht. Je nachdem, welche Schraube, verschiebt sich das so leicht hin und her. Ich habe das dann immer so gemacht und das waren auch die zuverlässigsten Ergebnisse, wenn man das Ganze locker lässt oder nur halbwegs locker und leicht andrückt, dass hier die Sachen alle plan aufeinander liegen und dann durch Drehen schaut, dass auf dem Sekundärspiegel, dem Punkt, den zeige ich gleich, immer an derselben Stelle ist, beziehungsweise sich dadurch eine Wiederholung einstellt, dass wirklich, also man wird es merken, wenn man hier einfach nur die Sachen anzieht, hätte man jedes Mal andere Ergebnisse, dass wenn man quasi den Test wiederholt, dass die Ergebnisse reproduzierbar sind. Also lasst das hier alles ein bisschen locker, vielleicht nicht so, dass es unbedingt rausfällt, aber wenn ich dann messe, wird das hier so angedrückt, damit alles plan aufeinander liegt. Ich schaue jetzt von vorne in das Teleskop rein und man sieht jetzt diesen Punkt und ich drücke jetzt hinten den Kollimator leicht gegen den Okularauszug. Mein Kollimator, also ein günstiger, der ist nicht perfekt justiert. Ich behelfe mich dann damit, indem ich den dann halt drehe und sich der Mittelpunkt um die Mittenmarkierung bewegt. Ziel des Ganzen ist jetzt sozusagen, den Punkt in die Mittenmarkierung reinzubekommen und das Einzige, was daran verstellt wird, sind die Schrauben an dem Tilter und an keinem anderen Teil. Guter Hinweis ist vielleicht noch, der Tilter hier nicht lichtdicht ist. Also es sind wirklich 2 Platten, die aufeinander geschraubt sind und ich habe mich da mitbeholfen, indem ich das hier mit so Klettband hier auf die Art und Weise abgedichtet habe. Erstmal, damit kein Staub reinkommt und auch kein Streulicht, weil ich hier bei mir ziemlich viele Laternen habe. Und ja, wenn ihr so einen Tilter nicht haben solltet, könnt ihr das ja vielleicht erstmal ohne probieren und den später nachkaufen. Vielleicht ist der Okularauszug so gut oder es kompensiert sich vielleicht über die anderen beiden Schritte, dass man da trotzdem eine gute Kollimierung hinbekommt. Wenn ich keinen Tilter hätte, würde ich erstmal versuchen, die Schritt 2 und 3 selbstständig durchzuführen, ohne Schritt 1. Auch das Ganze iterativ und man solltet ihr schauen, was da als bestes Ergebnis rauskommt. Und wenn ihr damit immer noch unzufrieden seid, kann man ja immer noch einen Tilter nachkaufen. Man sieht das ja dann bei der Kollimierung, auch wenn man keinen Tilter hat, wie gut der Okularauszug zum Sekundärspiegel ausgerichtet ist. Sagen zwar viele, ohne Tilter kriegt man keine ordentliche Justage hin, aber man kann es ja erstmal auf jeden Fall erstmal ohne probieren und sich vielleicht die 100 Euro da erstmal sparen. Und falls man da nicht weiterkommt, dann kann man ja den Tilter dann hinzufügen. So, im zweiten Schritt kommt der Kollimierer raus und wir setzen hier das andere Kollimierungstool ein. Hier ist genauso vorzugehen, muss schön plan hier vorne anliegen. Jetzt hier würde ich das ganz leicht anziehen, alle Seiten ungefähr mit der gleichen Kraft und dann USB-Kabel an euren Rechner anschließen. Kamera wird erkannt. So, dann öffnen wir jetzt mal SharpCap und verbinden uns dann mal mit der Kamera. Hier heißt die Lenovo Easy Kamera. Gucken, was wir sehen. Wir sehen nichts, weil vorne noch der Deckel drauf ist. Dann nehme ich den mal ab. So, und so sieht jetzt das Bild erstmal aus. Ich mache das mal ein bisschen größer. So. Da kann man das Tool jetzt hier nochmal ein bisschen randrücken. Und man sieht, dass sich das so minimal bewegt. Das ist fest, aber auch nicht zu fest anziehen. So, was man jetzt braucht, ist eine kleine Taschenlampe, auf die man hier hinten drauf leuchtet. Dann wird nämlich die Mattscheibe sichtbar. Dann machen wir das mal. So, ich habe jetzt hier eine kleine Taschenlampe. Schalten wir die mal ein. Und dann leuchten wir mal hinten drauf.
Und dann sieht man, dass die Mattscheibe sichtbar wird. Dann sieht man hier den inneren Kreis. Das ist die Mittenmarkierung. Und das ist die Markierung auf dem Kollimierungstool. Und der mittlere Punkt und diesen Punkt, die bringt man jetzt schön mittig übereinander, indem man den Sekundärspiegel verstellt. Dazu nimmt man sich einen Imbusschlüssel. Wo habe ich den nur wieder? Imbusschlüssel. Ja, meine Hand kann man sehen, genau, vorne an. Ich bin jetzt vorne am... Oh, ich stelle einfach mal die Kamera um. So. Dann sieht man das vielleicht besser. So, dann leuchte ich mal hier hinten rein. Und verstelle ich jetzt so, dass die beiden Mittenmarkierungen schön mittig übereinander liegen. Das war ein falscher. Auch ein falscher. Falsche Richtung. Ja. Noch ein bisschen ranzoomen. Falls das Bild nicht scharf sein sollte, dann kann man das auch an der Kamera über den Zoom-Regler justieren. Dann bringen wir dich. So. Sieht schon ziemlich gut aus. Will ich schon fast so lassen. Ziehe auch alle drei Schrauben jetzt mal wieder ein bisschen an, damit der Spiegel fest ist. Okay. Also sind wir mit Schritt 2 fertig. Das sieht erstmal gut aus. So, und jetzt geht's an Schritt 3. So, jetzt beginnen wir mit Schritt 3. Wenn wir jetzt an Schritt 3 den Hauptspiegel verstellen, hat das automatisch auch Auswirkungen auf Schritt 2, dass sich das vorne auch wieder verstellt. Und da rotiert man jetzt so lange hin und her, bis man bei beiden Positionen eine gute Mittigkeit erreicht hat. Aber ich zeige mal kurz, wie das funktioniert oder wie ich das gemacht habe. Man leuchtet wieder hinten rein, sieht wieder das Fahnenkreuz. Jetzt zoomen wir hier ein bisschen weiter raus. Dann muss es jetzt im zweiten Schritt auch nicht perfekt sein, weil es wird sich sowieso wieder verstellen, wenn wir anfangen, den Hauptspiegel zu justieren. Und wir machen es mal so, dass wir das ganze Bild sehen. 175 ist dann besser. So, und jetzt versuchen wir diesen Kreis hier zentrisch zu diesem Kreis hier hinzubekommen. Hier ist der Sekundärfangspiegelhalter. Wir sehen hier ja auch das gespiegelte Bild von dem Sekundärspiegel. Also die Kamera guckt jetzt sozusagen auf den Sekundärspiegel und sieht hier das Spiegelbild. Wir versuchen diesen Kreis, oder man kann auch irgendeinen anderen Kreis hier nehmen, aber der ist am besten, weil der am größten ist, versuchen wir zu denen hier auszurichten. Und da kann man bei Sharpcap hier oben hier diese Overlays sich einblenden. Und habe sozusagen hier die Mittenmarkierung hier in die Mitte gebracht, die ja jetzt zentriert ist. Und dann kann man hier mit der rechten Maustaste die Kreise auch drehen. Und je nachdem, wo man hingeht, kann man das hier so verstellen. Also man kann das hier zentrisch so einstellen. So. Ich versuche jetzt diesen Kreis hier anzulegen und dann den Hauptspiegel so zu verstellen, dass der hier auch zentrisch drin liegt. Ist er jetzt nicht perfekt? Und das wäre jetzt aber das Ziel. Muss ich mal hier irgendwie die Beleuchtung so montieren, dass ich beide Hände frei habe, weil ich jetzt auch gleichzeitig am Spiegel arbeiten muss. Und dann habe ich die Lampe jetzt angebracht und dann versuchen wir das mal übereinzubringen. Also mittig ist es ja. Jetzt wenn ich eine Maus hätte, aber ich habe jetzt keine. Aber man kann schon sehen, dass das nicht übereinstimmt. Also das stelle ich jetzt mal ein. Dazu werden erstmal die kleinen Schrauben gelöst, die den Spiegel sichern. Und dann mit den größeren Schrauben lässt sich dann der Hauptspiegel verstellen. Versuchen jetzt den mal ein Stück hier runter zu kriegen. Danach wird sich das hier in der Mitte verschieben. Dann müssen wir den Sekundärspiegel wieder verstellen, dass quasi dieser kleine Punkt, den man jetzt hier im Hintergrund sieht, und der Punkt wieder übereinstimmen. Und das versuchen wir jetzt im Wechsel so lange zu machen, bis das bestmöglich symmetrisch übereinander liegt. So, dann versuche ich das jetzt mal einzustellen. Sollte nicht passen. So, ist das so halbwegs zentrisch? Jetzt würde ich wieder versuchen, das in der Mitte nachzustellen. Am Sekundärspiegel. So, dann verstehe ich jetzt nochmal im Hauptspiegel. So, das ist wieder mittig. Jetzt müssen wir aber jetzt hier das hier nachrücken. Aber, also müssen wir den wieder. Ups, falscher Schlüssel. So, jetzt Sekundärspiegel wieder zurückstellen. Und jetzt sieht das eigentlich schon ziemlich gut aus. Ich würde das schon fast so lassen. Jetzt setzen wir es nochmal in die Mitte. Ich könnte es noch einmal. Ich würde das jetzt erstmal so lassen. Aber so habe ich das letzte Mal justiert und danach die Justage am Stern. Die sah dann richtig gut aus. Wie gesagt, wenn man hier vielleicht irgendwie noch besser reinleuchten kann, kann man vielleicht auch den Rand vom Spiegel selbst sehen. Also so habe ich es erstmal das letzte Mal gemacht und so sah das dann auch am Stern dann richtig gut aus. Und
die Kollimierung am Stern, habe ich ja schon in einem anderen Video schon mal gezeigt, ich dann so ausgegangen bin, da der defokussierte Stern nicht perfekt mittig aus, aber der war schon ziemlich mittig. Und dieses kleine Quäntchen, um da die Kollimierung wirklich in den defokussierten Obstruktionsbereich von dem Stern in die Mitte zu bekommen, also genau diesen perfekten Donut zu erzeugen, dann nochmal an der Verstellung am Hauptspiegel, hat dann wirklich nochmal so einen richtigen großen Sprung in der Bildqualität und in der Schärfe gebracht. Aber so war jetzt erstmal so der Ausgangspunkt, um eine gute Ausgangsbasis zu haben. Und der nächste Schritt wäre jetzt, draußen am Stern zu kollimieren. Okay, das war es erstmal soweit dazu. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Falls ihr da irgendwie Verbesserungen habt und so weiter, wie gesagt, immer her damit. Und macht's gut, bis bald. Ciao.